Jo meine Freunde, was geht? Sepp hier mit einem Video zum Thema meine Top 5 für ein brutales Sixpack. Und ich weiß meine Freunde, ich weiß, Winter is coming, der Winter naht, es wird kühler und kühler, was man übrigens auch unschwer an meiner Mütze hier erkennen kann. Aber ich dachte mir, für den einen oder anderen kann dieses Thema noch absolut relevant sein, für zum Beispiel Urlaube in den warmen Gebieten dieser Erde, während hier in Deutschland vielleicht ein bisschen kälter ist, oder für Fotoshootings oder für Wettkämpfe. Oder für was auch immer, für einen selbst vielleicht, ja, gibt es ja die diversesten Gründe, die verschiedensten Gründe, warum man überhaupt sein Sixpack zeigen möchte. Und notfalls habt ihr einfach diese Information schon ein bisschen früher, damit es für 2016 einfach keine Ausreden mehr gibt, um eben nicht gut in Form zu sein oder um nicht sein Sixpack nicht zeigen zu können. Wenn man es natürlich nur will, ja, um was auch immer zu erreichen, zum Beispiel Frauen zu beeindrucken oder warum auch immer, jeder hat ja da verschiedene Gründe. Auf jeden Fall hier meine Top 5 für einen brutalen Sixpack. Tipp Nummer 1 wäre, senke deinen Körperfettanteil. Warum? Du kannst die besten Bauchmuskeln der Welt haben. Du kannst einfach solche Oschis haben, solche Abs wie Ziegelsteine, sie aber nicht sehen. Woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass Fett sich meistens zwischen Haut und Muskulatur ablagert. Dort fühlt es sich eben am wohlsten. Und deswegen kann es halt sein, dass du halt die besten Bauchmuskeln der Welt hast, sie aber umhüllt sind mit einer Fettschicht. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, die Muskeln sind wie Berge und das Fett ist wie Wasser, ja, so zickzack Berge, zickzack zack, unter eben Wasser. Ja, man will diese Berge jetzt aber sehen, man will die Muskeln sehen, klar. Und was passiert, wenn man einen zu hohen Körperfettanteil hat? Das Wasser überragt die Berge, sag ich mal. Oder halt, man sieht die Berge nur ganz leicht. Man will aber die Muskeln besser sehen können, das heißt, man muss entweder die Berge größer machen oder das Wasser irgendwie wegschütten, ja, mit einem Eimer hingehen und immer schön wegschütten. Das Problem ist, Berge größer zu machen, ist schwieriger, dauert länger und hat ein Limit. Man kann die Bauchmuskeln nicht unendlich groß kriegen. Ja? Das andere wiederum, Fett verlieren, ist bis zu einem gewissen Grad ziemlich gut möglich. Man könnte eigentlich theoretisch so viel Fett verlieren, dass man da wirklich gar kein Wasser mehr, gar kein Fett mehr hat. Ja? Wasser im Sinne von mit den Bergen das Beispiel. Und aus dem Grund, wenn man jetzt schnell zum Beispiel an einen Sixpack rankommen möchte, dann wäre der erste Tipp natürlich Körperfett verlieren. Ganz klar, das Wasser muss weg, also nicht das Wasser im Körper, sondern dieses Beispiel mit den Bergen und dem Wasser, das Fett muss weg. Ja, das Fett muss einfach weg. Ja? Das wäre der erste Tipp, das wäre der wichtigste Tipp meiner Meinung nach, weil wie gesagt, man kann die besten Bauchmuskeln der Welt haben, sie aber nicht sehen. Tipp Nummer 2 wäre analog dazu, man will die Berge ja auch größer machen. Ja? Wenn die Berge nicht groß genug sind, wenn man nur Hügelchen hat, dann wird man auch bei gar keinem Wasser nicht wirklich viel sehen können. Deswegen sollte man auch definitiv sehr viel Bauchmuskeltraining machen, sehr viel in Bauchmuskeltraining investieren, ja, und nicht anders trainieren als zum Beispiel den Bizeps. Viele Leute denken ja, der Bauch muss ganz anders trainiert werden. Der hat langsam zuckende Muskelfasern, die müssen anders trainiert werden und der wird immer belastet und deswegen müssen wir ganz viele Wiederholungen machen. Bullshit. Alles Schwachsinn. Der Bauch reagiert wie jede andere Muskulatur auch auf relevantes Workload, ja, das heißt einfach schweres Training, also in einem bestimmten Wiederholungsbereich von, ich sag mal, 6 bis 15 plus genug Erholung. Und genau so müsst ihr den Bauch auch behandeln. Tipp Nummer 2 wäre dann einfach schweres Bauchtraining. Ja, schweres Bauchtraining. Schwer würde ich ja eigentlich alles unter 4 Wiederholungen erst bezeichnen, aber da die meisten Menschen eben 30 und plus Wiederholungen machen, um irgendwas zu erreichen, würde ich einfach beim Bauchtraining sagen, schweres Bauchtraining ist zwischen 8 und 15 und zur Not benutze Zusatzgewichte. Ja? Wenn du 100 Crunches schaffst, ist doch super, dann nimm Zusatzgewicht und mach dann trotzdem nur noch 15. Bis zu 15 ist so würde ich sagen, die Grenze. Viel weiter drüber würde ich einfach nicht gehen. Ja? Das ist so, was ich so sehen würde. Und Tipp Nummer 3 wäre ganz klar, trainiere auf Progression. Ich sehe so viele Leute, die zum Beispiel alles auf Progression trainieren, das heißt, um besser zu werden. Das heißt, sie trainieren Kniebeuge und versuchen das nächste Mal in der Kniebeuge besser zu sein. Und Bankdrücken, dann versuchen sie das nächste Mal besser zu sein. Mehr Gewicht bewegen, mehr Wiederholungen bewältigen oder halt weniger Pause machen oder was auch immer. Beim Bauchtraining denkt halt irgendwie jeder, man muss einen Reiz oder sonstiges setzen. Bauchmuskeln wachsen nur, wenn du sie ständig mit Reiz, sag ich mal, mit Stress, also einem ständigen Stress aussetzt. Das heißt, versuche ständig besser zu werden. Ich meine, wenn du hart trainierst und auf deine Erholung achtest, dann wirst du zwangsweise besser werden und Progression erzielen, aber dieses wirklich darauf achten, immer besser zu werden im Bauchtraining, das sehe ich meistens sehr vernachlässigt. Deswegen mein dritter Tipp, ganz einfach, achte darauf, eine Progression zu erzielen. Und wenn du sie nicht erzielen kannst,
dann ist entweder dein Training schlecht oder deine Erholung schlecht. Tipp Nummer 4 ist, mach nicht so viele Übungen. Ne? Du brauchst nicht so 1000 Übungen für die Bauchmuskulatur machen. Es reichen, wenn du wirklich 2 Übungen drin hast, die du auf was? Auf Progression trainierst. Ja? Schwer auf Progression trainieren, 2 Übungen reichen. Ganz einfach den Brustkorb zum Bauch crunchen. Ja? Das ist sowas wie ein Crunch oder sonstiges. Oder, ja, keine Ahnung, es fällt ja alles darunter. Cable Crunch, Maschinen Crunch, alles mögliche fällt darunter. Und das zweite wäre, was du ab und zu auch machen kannst, ist eben die Hüfte zum Bauch eindrehen. Sowas wie zum Beispiel hängendes Beinheben, ja, an der Klimmzugstange, am besten auch komplett die Stange oben berühren und versuchen auch da wieder auf Progression zu gehen. Ja, oder wenn das halt zu schwer ist, dann kannst du das natürlich auch am Dipsholm machen, dieses Beinheben. Wichtig wäre beim Beinheben, dass man halt nicht nur 90 Grad hebt, sondern auch noch mehr, weil man bei 90 Grad fast nur den Hüftbeuger trainiert und das möchte man nicht. Und Tipp Nummer 5 ist natürlich Full Range of Motion. Aber nur die relevante. Das heißt, beim Crunch ist es so, dass wir aus der kompletten Streckung so weit in die Spannung gehen müssen, dass wir so weit die Bauchmuskeln anspannen müssen, bis sie maximal kontrahiert sind. Es gibt Leute, die machen dann, die sitzen dann ja fast. Und das ist ja falsch. Die Bauchmuskeln könnt ihr mal fühlen, wenn ihr so macht. Und dann Crunch, bis wohin sind die Bauchmuskeln wirklich maximal aktiviert. Und weiter bringt euch das nicht mehr wirklich, weil dann nicht mehr die Bauchmuskeln arbeiten. Das ist wie beim Bizeps zum Beispiel. Wenn man curlt, ja, und bis hierhin curlt, dann hat man den Bizeps drin. Wenn man aber dann anfängt, die Schulter nach vorne zu nehmen, ja, denkt man, dass man mehr Bewegungsradius im Bizeps hat, hat man aber nicht, weil der Bizeps ist nicht für diese Bewegung verantwortlich, sondern nur für die Beugung. Unter anderem auch für andere, aber jetzt, wenn man sich mal überlegt, das macht nicht hauptsächlich der Bizeps, sondern die vordere Schulter. Das war's auch schon mit dem Video, meine Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen hoch, kommentiert mit euren Fragen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen extrem schönen Tag und wir sehen uns auch wie immer im nächsten Video. Peace out.